freue mich ganz besonders, dass unter besonderen Umständen diese Weintrophäe jetzt doch stattfindet. Wir sind die einzige Weinverkostung, die notariell überwacht wird. Neben mir steht Gottfried Grabin aus Laputendorf. Und Gottfried, wie oft wart ihr mit euren Weingut bei der Trophy schon dabei und habt ihr schon einmal gewonnen? Ja, dabei waren wir schon öfter oder bald jedes Jahr. Und gewonnen, ich weiß jetzt nicht, dreimal oder viermal. Ja. Wir waren immer bekannt oder sind in den letzten Jahren bekannt geworden mit Weißburgunder, unser größter Sortenanteil. Aber Muscatella ganz stark gewachsen in den letzten Jahren. Ja. Wir bauen schon sehr stark auf den Weißburgunder, das ist unsere Leitsorte. Sauvignon kommt auch sehr stark, haben wir auch schöne Weine, gute Erfolge gehabt in den letzten Jahren und auch die Muscatella natürlich. Ja.